herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht, wir sind in unserer Perle unterwegs hier. Kann ich mir gut sehen hier mit der Krone. 2JZ GTE Supra Turbo Motor bzw. Aristo Turbo Motor in diesem Fachzeug. Im letzten Video habt ihr gesehen, wir haben hinten die Drechslersperre eingebaut, als auch das SLD, also den Speed Limit, die Fenster, die Fenster? Na, ach, keine Ahnung, du wisst schon, was er gemeint ist, auf jeden Fall. Fangt halt. Bei 180 ist er immer in Begrenzer gefahren und das haben wir ja auf der Bühne getestet und jetzt war keine Sperre mehr drin. Jetzt ist die Frage, Flo, bist du schon mal ein bisschen gefahren bisher? Ja, ich habe mal so eine kleine Runde auf dem Parkplatz gedreht, aber ja, so 5 Minuten länger nicht. Es gab so 2, 3 Kommentare, die müssen wir auf jeden Fall im Auge behalten, dass es könnte Probleme irgendwie geben. Ja, das mit den Runterschalten, ne? Bei 100. Genau, also, dass der gerne mal irgendwie in Gang reinkloppt und auf einmal irgendwie runterschaltet. Ehrlich gesagt, aber generell unsere erste Fahrt mit Turbomotor in der Kiste hier, ne? Ja. Ja, hier Radio müssen wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen fresh machen. Ich finde, da kann auch gerne so ein Display-Radio rein. Ja, ich würde ja am allerliebsten hier auf Doppel-DIN gehen. Nee, ich sage, das ist auf 1 DIN umgebaut. Diese Blende hier ist gar nicht original. Da hatten wir ja letztens auch drüber gesprochen. Ja, klar. Genau, das wird irgendwer nachgerüstet. Genau, das originale Radio, was jetzt zurückgekommen war, ob das jetzt hier ein vollwertiges Doppel-DIN ist, könnte gerade so sein. Aber hier muss irgendwas so rein mit Apple Music und volles Programm. Aber sonst läuft alles so, dass wir ein bisschen weiter sehen mitfahren würden. Auf jeden Fall, für die Serie, ne? Also, fährst du über Tempomat? Ja, aber der Tempomat geht bei den Japanern nur bis 110 km/h. Ah. Ja, aber schneller fahren die eh nicht. Genau. Ja, was machen wir heute? Wir fahren natürlich zum Pilzer Berg. Heute muss Rolf die Strecke wahrscheinlich noch nicht mal bewässern für uns, beziehungsweise die Dynamikfläche. Sie wird schon nass sein. Und wir wollen einfach mal als Goodie, als Geschenk quasi, wollen wir drei einfach mal mit der Drechslersperre im Regen ein bisschen Spaß haben. Wir wollen einfach mal ein bisschen rumdriften, ein bisschen Sound. Okay, Sound hat man hier drin mehr als draußen. Ein bisschen Sound genießen und einfach mal gucken, wie gut das mit Sperre quer geht. Wobei, klanglich ist das aber jetzt, finde ich, ein bisschen lauter geworden. Ne? Also ich habe das Ding, glaube ich, auf dem PS Days ganz gut freigebrannt. So, jetzt kannst du gleich eigentlich hier zumindest mal, dass wir euch einmal... Ich bin selber gespannt, wie der so geht. Also wir sind ja den schwarzen einmal Probe gefahren, aber dem Auto ist ja dann doch irgendwie was anderes. Sollen wir mal durchziehen? Ja. Man, der kickt down hier. Ja, und schon sind die 300 PS. 300 PS plus Michelin hinten plus Drechslersperre gleich wieder Traktion des Todes. Ne? Ja. Was? Ja, der dreht ja wirklich gar nichts durch. Wenn euch gerade wundert, was vorne so ein bisschen Geräusche macht, da muss irgendwie eine Rathausschale gerade sein, die irgendwie ein bisschen flattert. Sonst wie auf Schienen, ne? Ja, weder links noch rechts, ja, noch irgendwie, ja, dass ein Rad durchgeht, sondern wirklich Traktion einfach nur da. Ne? Und ich bin echt begeistert. Also klar, dieses Getriebe ist natürlich jetzt, also je mehr Leistung man bekommt, je störender wird das Getriebe garantiert sein. Mhm. Noch bin ich ja eigentlich ein Fan von dem Automatikgetriebe. Alle schreiben natürlich, ey, ihr müsst ihn umbauen auf Schalter. So, natürlich ist das als Schalter 10-mal agiler, nochmal alleine so Kupplung fallen lassen, ja, reintreten, ja, und so. Aber noch bleibt das da auf jeden Fall, noch bleibt das erstmal drin. Weil ich würde gerne auf jeden Fall das Automatikgetriebe ja noch ein bisschen drin lassen und aber zeitgleich mit dem Originalsteuergerät so ein bisschen gucken, ob man da in Kombination mit dem einen oder anderen Fan, der mit Sicherheit diese Videos guckt und sich mit den Fahrzeugen ein bisschen auskennt, ob man da nicht an der Leistungsschraube bzw. am Ladedruck noch ein bisschen drehen kann und mal gucken kann, was so eine Technik serienmäßig eigentlich kann. Weil ich bin von Tom eigentlich mal eine Supra gefahren, die hatte so eine Stage 1 drauf, sage ich jetzt mal. Das ist dann irgendwie so 350, 380. Das fährt dann schon gleich ganz anders, weil dann sofort dieses bauchige Drehmoment kommt. Ja, ist ja eigentlich bei allen Turbomotoren so, ne? Wenn da eine Software gemacht ist, dann fahren die gleich völlig anders. Ja, genau, weil es gar nicht unbedingt, glaube ich, die Spitzenleistung ist, die so viel mehr wird, sondern das ganze Band, also genau, im unteren Bereich schiebt sich das Drehmoment wahrscheinlich 100, 150 Newtonmeter nach oben und schon ist der Bereich einfach viel stärker. Ich war gar nicht geschminkt heute Morgen. Da sind wir, Pilzer Berg. Ja. Du hast das Wasser da hinten schon angemacht, das wäre wahrscheinlich heute eigentlich gar nicht notwendig gewesen eigentlich. Ne? Ja, aber wir sind reich, da rutscht es schön. Ne? Gut, ihr habt ja viel Luft auf dem Reifen, hörte ich schon, dann macht das ja besonders viel Spaß. Ne? Ja, wir haben leider die guten Michis drauf, die im Regen echt gut funktionieren. Mhm.
Aber 3 Liter Hubraum Bito, ich hoffe, dass das Ding wirklich genug Saft hat jetzt mit der Drecksersperre, dass wir ein bisschen Spaß haben können. Allerdings Wandlergetriebe und wirklich einen langen ersten Gang. Den kann man zwar sperren, dass er nur im ersten bleibt, aber gefühlt geht er bis 80, 90, 100 oder so. Ne? Aber wir wollen ja einfach nur ein bisschen Spaß haben und wollen mit Flo einfach mal ein bisschen querfahren hier. Ne? Jawohl. Wenn das permanent mit 80, 90 schafft, ist super. Nehmen wir das. Eher so generell, wie das so das ganze Auto so ausgelegt ist, langer Radstand. Ach, mal gucken, wie das so funktioniert. Ne? Wir dürfen auch irgendwas nicht machen. Ne? Wenn ihr euch gut anstellt, ist es tatsächlich so, weil es ist ja heute nass, ne? Dann fahren wir vielleicht auch gleich mal so auf die Strecke. Dann gucken wir uns das da mal an, wie das in der Turn 1, wo du ja immer so gerne bremst. Ne? Dazu, da müssen wir querfahren. Das machen ja andere. Gibt ja so den einen oder anderen, der macht das ja auch jedes Mal. Können wir gerne probieren. Also das war wirklich nicht abgesprochen. Wir sind eigentlich hergekommen, dass wir auf der Dynamikfläche ein bisschen Spaß haben können. Aber scheinbar haben wir uns letztes Mal schon qualifiziert für die Strecke. Immer. Qualifiziert sich immer. Das ist einer der wenigen, der zuhört. Das ist das Schöne. Deswegen macht das so Spaß. Ich habe ja auch nie gelernt, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Aber ich kann mir vorstellen, die erste Kurve, die ist, glaube ich, cool, auch für den ersten Gang, dass man da vielleicht berghoch mal gucken kann, wie das Ding so ist. Ja. Und da ist ein bisschen Auslauf, auch ganz ein bisschen üben. Ja. Aber bevor es auf die Dynamikfläche geht, zeige ich euch einmal kurz unser Kamera-Equipment für heute. An der Stelle vielen Dank für den Partner des Videos, Insta360, ihr habt es euch schon fast gedacht. Es gibt ein Upgrade, nachdem wir neulich diese geile 360-Grad-Perspektive hinter dem Kombi hatten, haben wir uns mal einen vernünftigen Halter gegönnt. Den gibt es übrigens auch von Insta360. Und hiermit können wir jetzt wirklich an 3 Punkten die Kamera festmachen und können das Ganze genau ausziehen und wirklich so positionieren, wie wir das gerne hätten. Das heißt, ich vermute mal auf dem Dachniveau rein, ne? Oder Heckklappe? Ja, Heckklappe oder so. Ja, gucken wir gleich. Weil die Saugnäpfe können richtig was, weil die sind richtig. Also, das ist ein echter Saugnapf, weil der kann nämlich richtig saugen. Das heißt, ihr könnt euch auf ein paar richtig coole Perspektiven von der Strecke aufholen. Da gehen wir aber später nochmal drauf ein, auch auf Thematik, Schnitt, wie man die Daten verarbeitet und so weiter. Und ihr seht, ich habe meine Kippe schon wieder auf, weil, wie gewohnt, nehmen wir die Go 3, nehmen die kleine Kamera aus, klippen die hier rein, zack, machen das Ganze an den Schirm vorne dran und schon haben wir wieder eine richtig geile POV von mir am Lenkrad. Ja, jetzt geht's. Also, das geht tatsächlich schon in Richtung Profi-Zubehör. Zieht euch das mal rein hier. Man kann wirklich, man sieht es hier richtig an den Saugnapf. Seht ihr das, wie der sich richtig ransaugt. Machen wir jetzt mit beiden. Aber reicht ja, oder? Sieht stabil aus, ja. Wie immer bestes Wetter hier am Bilzerwerk. Aber das sieht doch hier jetzt, bin echt gespannt, was er da jetzt für Aufnahmen rauszittern. Was für los geht's? Diese Lenksäule, ne? Auch wie das Lenkrad so im Winkel so steht, ne? Volle Hütte, die Buie. Bist du ja mal, man kann das ja, ne? Ja. Du bist zuversichtlich, ne? Wieso mache ich eigentlich den Anfang, fällt mir ja ein. Weiß ich nicht. Mach mal. Bist lange nicht gefahren mit dem Auto. Ich glaube, als Turbo bin ich ihn ehrlich gesagt noch gar nicht gefahren. Nee. Vielleicht einmal Messer hoch und runter. Stimmt. Ja, auf jeden Fall, wir haben einmal hier eine Go 3 und eine weitere Go 3 hier. Und damit können wir jetzt diese Perspektiven hier hinkriegen. Also, wir können erste Gang, zweite Gang. Und dann geht er in den dritten, in den Wandler, ne? So, erster Versuch, ich gebe mal einfach nur Gas. Alter, diese miesen Hammerung. Also da merkt man jetzt, wenn wir hier um die Kurve fahren und einmal reintreten, da ist die Sperre tatsächlich so krass gesperrt, dass er anfängt kurz so zu stempeln. Das heißt, in dem Moment, er sperrt und das innere Rad, was einen engeren Kreis fährt, radiert. Also er macht eigentlich genau das, was er soll und verlagert das Ganze so, dass außen gar nicht erst durchdreht. Ohne Sperre gar nicht funktioniert hat, ne? Hey. So, Flo, als allererstes zeige ich dir mal, was eigentlich passiert, wenn man hier auf diese weiße Fläche kommt. Guck mal, wir fahren hier. Alter, das ist ja ein Preis, überall, ne? Gasstoß. Geht es hier in die Richtung? Ja, das ist, also eigentlich macht man hier diese Fahrsicherheitssachen. Vortrieb gar nicht mehr, ne? Da fällt gefühlt fällt die Achse gleich raus in dem Moment. So, pass auf. Und? So, da haben wir auf jeden Fall ein kleines Schleifen gehabt. Wir fahren mal irgendwo hin und gucken, dass wir jetzt nicht hoffentlich den ganzen Grundfilm gebürdelt haben. Steht nicht ganz so viel Wasser.
meine, reiftechnisch geht's noch, ne? Ja, genau hier wieder. Genau hier noch anderen Seite. Ja, genau da eingehakt. Ja, okay. Leute, deswegen macht man sowas auf. Deswegen macht man sowas auf abgesperrten Teststrecken, weil die Fahrzeugtiefe ist natürlich nicht zum Driften geeignet. Und hier hat er jetzt schön einmal reingehakt und die Kante umgelegt. Okay, das heißt, das war gerade links rum, dann müssen wir rechts rum driften. Genau. Als allererstes testen wir mal, wie das Ding eigentlich mal so losfährt. Wir pumpen immer so ein bisschen an. Also der erste Gang ist wirklich länger, ja, als man gedacht hat, und die Traktion ist ja wirklich des Todes so ungefähr. Ja. Ne? Also ich habe tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen, das Problem, dass ich kriege ihn erstmal noch gar nicht quer, mhm, weil du kriegst diesen ersten Impuls gar nicht in das, ja, Auto rein. Genau. Also wirklich, wenn er denn da ist, dann kommt er sofort. Also wirklich so gar nicht. Und diese Sofasessel hier drin sind natürlich auch krank. Ne? Also wir können jetzt mal Folgendes testen. Wir können mal hinten auf die weiße Fläche hier fahren. Die weiße Fläche hier noch rutschiger geworden. Ja. Also das Gute ist, rechts rum schleift er schon mal nicht. Wir haben auf der linken Seite den Kotflügel schon gebördelt, das hätten wir halt rechts genauso machen müssen. Ne? Sonst willst du mal aus dem Stand versuchen? Ja, so auf doof ein paar Kreise machen wird auf jeden Fall gehen, aber ich wollte ja schon gucken, ob wir das nicht irgendwie so ein bisschen auf schön hinkriegen. Ne? So, wir machen mal Folgendes. Normalerweise macht man immer zum Driften Folgendes. Wir fahren einfach mal die Kreisbahn. Da schleift er auch minimal. Und jetzt steigern wir einfach die Geschwindigkeit. Aber sobald ich nur minimal das Gas links lasse, kommt er sofort und schiebt er über die Vorderräder. Ne? Das ist halt schon krass. Ja, also ich hätte nicht gedacht, dass der so viel... Ja, doch, ich habe das auf dem Parkplatz schon gemerkt. ...so viel Traktion hat. Nur ich dachte halt, ich kann es einfach nicht auf dem Parkplatz. So, wenn du ihn einmal loslässt. Genau, dann ist sofort, ja, dann fängt er sich wieder, ne? Wir brauchen viel mehr Drehzahl. Das war aber schon ganz gut. Gefühlt ist das Lenkrad auch zu groß. Ich muss viel weiter nach vorne. Also hier merkt man jetzt tatsächlich auch mal, wie das mit Sitzposition wichtig, ja, ist. Weil wenn ich eben gerade ein bisschen zu weg, ich habe gar keine Kraft mehr drin. Okay, das war dann zu viel. Alter, jetzt geht die Jacke aus, jetzt will er es wissen. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich hier so arbeiten muss. Also das Problem ist definitiv die Trägheit vom Wandler. Also, einen Drifter hier rausmachen, keine Chance. Oh, ich muss wieder Bremse regeln. Ja. Das ist das Einzige, was geht. Weil er sonst zu gut, ja, wegfährt, ne? Oh, ich fahre jetzt einfach Vollgas und bremse ihn mit der Bremse. Habe ich auch noch nicht gemacht, aber jetzt habe ich immerhin schon mal was gelernt hier. Also Leute, pass auf, ich zeige euch nochmal. Jugend forscht hier wieder. Vollgasbremse. Jetzt mit der Bremse einregeln. Jetzt lasse ich ihn über die Bremse langsam. Guck mal, selbst da ist es so, wenn er einmal minimal runterkommt, wird da schon nichts mehr. Aber wir scheinen unter unser Temperaturproblem übrigens in den Griff gekriegt zu haben. Alter, wenn er einmal drauf kommt, ne? Du meinst, weil jetzt mag er das, ne? Ja, ja. Ja, klar, ist jetzt eine ganze Ecke kälter, ne? Aber sonst ist er ja sofort schon aufgekocht. Also wenn dann, das ist die einzige Variante, wie man das Ding ein bisschen in den Drift kriegt,
ist tatsächlich hier berghoch. Also ich musste mir tatsächlich nur die Jacke ausziehen zwischendrin. Sitze null halt, also du sitzt hier so drin. Wir können leider nur rechts rumdriften, weil wir haben auf der linken Seite den Kotflügel gebördelt, rechts noch nicht. Und haben da schon einmal eingehakt, aber unkontrollierbar, unfahrbar. Also erstens, die Sperre macht genau das, was sie will, erzeugt einen tierischen Grip. Dazu natürlich die Michelin-Reifen. So, ne? Aber jetzt kommt es, was am allerallerschlimmsten ist, ist der Bereich, wo dieser Motor mit dem Wandler überhaupt einen Gasstoß annimmt, der fehlt komplett. Also du kannst gar nicht so dieses mal kurz tippen, macht er wirklich gar nicht. Also du kannst wirklich nur das, was man zum Schluss gesehen hat, war wirklich Vollgas und driften über die Bremse. Hm. Immer wieder Bremse tippen und den irgendwie so ein bisschen, ne? Aber du kannst auch mal, wenn du willst. Teste mal hier. Ich bin auf jeden Fall erleichtert, dass ich es auf dem Parkplatz nicht hingekriegt habe, dass es nicht an mir lag. Aber man unterschätzt das, was der Asphalt hier ausmacht. Ne? Also mein Nissan geht wirklich immer quer, aber hier, selbst hier war es auch schon schwierig. Ja? Automatik ist schon was anderes. War jetzt eben gerade der letzte, war mit Gas und Bremse oder nur Gas? Ich habe nur Gas gegeben. Nur Gas. Ja. Weil der ging sogar, ehrlich gesagt, der letzte. Der ging. Also Rolf, das war doch schwieriger als gedacht, weil es fehlt auf jeden Fall komplett dieser Tip-In mit der Automatik. Den gibt es halt gar nicht. Und dann dazu noch dieser Turbo-Sechszylinder. Der will nur Drehzahl, sonst keine Chance. Gehst du einmal vom Gas, ist halt schwierig. Und die Sperre sperrt wie viel? Viel. Der Zug? Ja, ich weiß es gerade nicht. Ich hätte jetzt gesagt 65. Ein Schub? Schub noch mehr sogar. Alles gut. Ja, hatten die Schub auch schon mehr. Das gut. Kann auch sein, dass 45, 65 oder 65, 85, weiß ich gar nicht. Ah. So. Okay, wir nutzen noch unsere Rest-Akku-Kapazitäten und versuchen mal einmal hier so, ob man hier irgendwie so ein bisschen driftmäßig was kriegt. Willst du da jetzt wirklich so zügig schon drauf zufahren oder erstmal nur gucken? Mal gucken, das Ganze mal an, ne? Wie das Ganze so funktioniert. War mit Bremse oder? Nee, auch ohne noch. Okay. Aber hier ist glatter, glaube ich, ne? Ja, also es ist tatsächlich auch hier so, es ist einfach krank, was die Reifen und die Sperre an Traktion haben. Also selbst hier muss ich ihn wirklich ganz schön bitten. Bis heute schwieriger, als wenn ich jetzt hier irgendwie eine 1,50 ja, irgendwie ja, ne? Also schwieriger einfach von meiner körperlichen Anstrengung her, weil du musst halt wirklich genau 100% kontrolliert bei der Sache sein. Ne? Ja. Ja, ich hätte nie gedacht, dass du da so am Rudern bist. Doch, ja, weil ich kann nur Vollgas fahren. Ja. Ich muss wirklich Vollgas. Jetzt kommt er. Nochmal kurz gekommen. Ja, also wir machen hier gerade nur Showfahrten. Das heißt, ich kann jetzt hier nicht noch weiter, aber das wäre so eine typische. Entweder ist es jetzt schon gebördet? So, jetzt der nächste hier dann in eine 2 hoch. Ja, normalerweise würde es da weitergehen, aber da wird am Ende der Saft fehlen. Ist halt wirklich Vollgas, ne?
Ist wirklich. Ja, glaube ich. Ist Vollgas und dann mit dem Lenkrad irgendwie versuchen, das Ding zu halten. Ah, sieht solide aus. Und es ist hier auch wirklich rutschig, wenn man mal rüberführt. Ich habe leider nicht die Eier, also zu wenig Vertrauen in das Auto, da die 2 reinzudrücken und dann halt in die andere Richtung, ne? Weil jetzt hier eine Leitplanke. Das eben war 1, oder? Das war 1, ja. Das war 1. Okay. Einen letzten probieren wir. So, nächster Try. Also wir versuchen ihm so einen kleinen Impuls vorher zu geben. Ein letzten noch. Ja, ich versuche es so ein bisschen, ihn so richtig quer zu stellen. Halt, ne? Aber wir müssten eigentlich schneller sein, aber dann untersteuert er. Und dann kriegst du auch nicht diesen Kick innen hin, ja, dass er sich dann dreht. So, versuchen dieses Mal gar nicht so diesen Impuls hinzukriegen. Also diese Wechsel. Ne? So, wir machen einfach nur. Jawohl. Die Hand schon am Hebel. Ja, Alter. Oh, Leute, ich würde lieb gerne rüberschieben und dann geht das hier so richtig schön im zweiten hoch. Aber wenn es halt schief geht, seht ihr, ja, hier 1,5 Meter und das wird halt im Regen voll in die Hose gehen. Aber einfach geil, wie die Technik das mitmacht. Ja, ne? Auf jeden Fall, wie das Ding hier. So, Nico will bestimmt auch nochmal. Also es ist wirklich, das fällt mir sogar jetzt ein bisschen einfacher, weil dieses Quadro-Driften ist auch ganz oft einfach Vollgas und Gibi. Und das war auch Vollgas und Gibi, ne? So, oder? Aber ja, ich hätte wirklich, die Hand war schon im Hebel, lieb gerne rüber gedrückt, aber da ist so wenig Platz. Willst du nochmal? Ja. Da sage ich nicht nein. Mach nochmal einen Wechsel hier. Ich habe ein bisschen Sorge tatsächlich, dass ich das nicht schaffe. At this moment that he knew he fucked up. No, she wasn't ready. Komm hier noch. Wir wollten gerade noch einen machen und ich habe zu Nico gesagt, weil Nico hat ja wirklich die 3 reingezogen hier. Also die 2 meinst du, ne? Die 2 musste dann aber die Hand vom Lenkrad nehmen. Und dann habe ich gesagt, dann pass auf, dann ziehe ich gleich die 2. Nee, also da ist übelst gefährlich. Ja. So, das ist auch so eine typische Stelle. Also gefährlich im Sinne von, dass wenn das halt nicht klappt, ist halt Kernschrott. So, ne? Weil, ne? Hier so einrasten ist halt... Ja. Ja, aber egal. Wir können resümiert auf jeden Fall sagen. War witzig, aber... Ist halt kein Drifter, ne? Ja, und gut. Also wir haben doch eben auf der Strecke, müssen wir halt irgendwo nochmal gebördelt haben. Also jetzt guckt da schon richtig raus. Ja, so wie auf der anderen Seite vorher. Ich sag mal, noch ist es rettbar, so, ne? Also rettbar, aber auch, glaube ich, nur irgendwie, müssen wir mal gucken, irgendwie mit einschneiden. Mhm. Also das Grinsen werde ich auf jeden Fall länger im Gesicht behalten. Man hat's gesehen, auch von außen. Erstmal geil, alles heile geblieben, Respekt, wie du das alles so zusammengebaut hast, weil das war jetzt ja wirklich wieder 7000 Umdrehungen, Dauervollgas. Wir hatten kurzzeitig Angst, dass entweder das Getriebe, der Wandler oder irgendwas rausfällt. Das hat alles gehalten, ne? Respekt an Drexler, du hast es selber auch gemerkt, Rolf, das Ding hat eigentlich zu viel Traktion schon, ne? Ja. Oder zu wenig Leistung. Ein Riesenvorteil dieses Kfz langläuft. Ein Riesenvorteil. Der erste Gang gesperrt geht, ne? Ja, auf jeden Fall. So, aber trotzdem, es ist mit dem Wandler und so, wir haben auf jeden Fall festgestellt, Driften geht, es ist anspruchsvoll, aber es ist so in dem Setup, wie es hier steht, nicht das richtige Auto dafür. Trotzdem vielen, vielen Dank an den Bilzer Werk, dass ich mal wieder hier sein durfte. Ja. Flo, geile Nummer. Nächstes Mal wieder bei schönem Wetter. Ja, aber Wetter dafür war super, ne? War perfekt dafür, ne? Ja, war perfekt. Danke. Brauchen wir kaum bewässern. Bestimmt das eine oder andere geile Material dabei und das stippeln wir jetzt zusammen. Ciao. Ciao. Ciao.